Hey YouTube, hey liebe Community, hier ist der Udo von Nomade TV und heute soll es uns mal wieder um eine Ungerechtigkeit gehen. Ich möchte heute mal über Laura reden. Laura ist ein ganz süßes Mädchen und hat einen YouTube-Kanal. Warum hat sie einen YouTube-Kanal? Warum macht sie Videos? Ich sag es euch. Laura lebt mit dem Down-Syndrom. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil mit Behinderung ist ja zu rechnen und damit kann man eigentlich auch leben. Mein Problem ist bloß mal wieder diese Ungleichbehandlung im Zeitalter, wo die UN-Behindertenrechtskonvention und die Inklusion ins Leben gerufen wurden und teilweise auch rechtlich verbindlich unterschrieben wurden. Tja, in so Zeiten ist es einfach mal so, dass das, was ich euch jetzt gleich sage, überhaupt nicht geht. Tja, was ist das Problem? Sie braucht einen Schwerbehindertenausweis. So wie eigentlich alle Behinderten, die irgendwie Probleme haben, weil der Sozialstaat, der will sich um uns kümmern und der hat uns dieses Angebot unterbreitet, dass wir einen Schwerbehindertenausweis beantragen können. Die Sache ist einfach mal, ja, aber Schwerbehindertenausweis ist nicht gleich Schwerbehindertenausweis. Das kennt ihr auch von unserer letzten Folge. Da könnt ihr jetzt einfach mal draufklicken und dann informiert euch mal eine Runde. Wenn ihr euch jetzt informiert habt, dann wisst ihr, dass es mehrere Merkzeichen gibt bei Schwerbehindertenausweisen und es gibt einen Grad der Behinderung. Und da kommen wir auch schon zu dem Knackpunkt. Bei dem Grad der Behinderung und der Merkzeichen, da fängt das Problem von Laura nämlich an. Und zwar, es gibt bundeseinheitliche Richtlinien, wie so eine Merkzeichen, ja, also wie man die bekommt, wie die anerkannt werden, wie die begründet werden. Ja, also bundeseinheitliche Richtlinien, wie die Merkzeichen geprüft werden und dann verteilt werden oder beziehungsweise genehmigt werden. Und genauso ist es beim Grad der Behinderung. Wie es aber bei den Richtlinien nun mal so ist, die kann man immer verschieden interpretieren. Und das tun auch die Bundesländer bzw. die Kommunen. Das heißt, in Leipzig bekommt man für die gleiche Behinderung nicht den gleichen Grad der Behinderung wie zum Beispiel in Bonn, obwohl man genau die gleiche Behinderung hat. Und unter dem Problem leidet auch Laura, denn sie kriegt nur einen Grad der Behinderung von 50. Nachdem Laura vor Gericht gezogen ist, hat sie jetzt mittlerweile 70% und das Merkzeichen H. Und wie gesagt, wenn sie in Bonn wohnen würde, hätte sie auf jeden Fall über 50%, weil die Kommune da ein bisschen sozialer ist und doch schneller erkennt, dass ein Mensch mit Behinderung noch mehr Unterstützung braucht. Das ist in dem Bundesland, wo Laura wohnt, in Hessen, leider nicht so. Der Vater von Laura lässt sich nicht unterkriegen und will sich gegen diese Ungleichbehandlung wehren. Und wir wären nicht normal TV, wenn es dafür nicht zwei Daumen nach oben gäbe. Weil bei Ungleichbehandlung muss sich immer gewehrt werden. Bis zum Bundesverfassungsgericht und noch weiter. Was hat der Vater von Laura getan? Er hat eine Petition ins Leben gerufen. Mit mittlerweile 20.000, das ist schon mal nicht schlecht. Und um diese Petition vor den Petitionsausschuss zu bekommen, brauchen wir eure Unterstützung. Also, ihr geht jetzt auf change.org oder auf die Seite von Laura und unterschreibt die Petition. Ihr würdet schnell was gegen Ungleichbehandlungen tun. Das ist doch mal eine gute Sache. Gut fürs Karma, gut fürs Image und gut fürs Gewissen. Also, klickt auf die Petition, unterschreibt diese. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos von uns, dann verlinken wir den Kanal unter dem Video. Schaut doch mal bei Laura21 vorbei, sie ist wirklich eine ganz süße. Also, unterschreibt die Petition, seid dabei, tut was für euer Karma, tut was für das soziale Leben in Deutschland und helft den Schwachen mit einer kleinen digitalen Unterschrift einfach mal weiter. Habt ihr Bock auf weitere Videos von uns? Klickt auf unseren Channel, unverlinkt. Wollt ihr mehr von Laura sehen? Ebenfalls unverlinkt. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von so Ungleichbehandlungen aufgrund von Kommunenwillkür haltet. Ich würde mich gerne mit euch darüber unterhalten. Ich bin voll gespannt und da bin ich auch schon wieder raus. Bis nächste Woche. Klickt auf den Daumen, abonniert unsere Kanäle und bis dann. Tschüssikowski. Tschüss.